Wo bleibt die denn? Ach, oh Mann, ich geh mal gucken. Sind so lange. Das stimmt so, wenn ich das sage. Machen die denn da? Warum war nicht der Chef wie ich? Ich hab recht. Punkt. Nicht nein, ja. Wenn ich ja sag, ist das ja. Hallo? Was ist denn hier nur los? Oh Gott, wo sind Sie denn? Dass Sie das jetzt mitbekommen, aber mein Chef hat meine Kollegin auf dem Kiez. Ja, aber das ist meine Schwester, die da drin ist. Die hat eigentlich Urlaub. Oh Gott. So geht das nicht weiter. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß auch nicht, die kippt plötzlich was um. Was haben Sie gemacht? Ich habe gar nichts Sehen gemacht. Sie doch mal. Ich rufe jetzt die Polizei. Ja, ja, aber die kippt hier plötzlich um. Ich weiß selber nicht, was los ist. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Wir haben hier gerade eine Verletzte. Guten Tag. Sie, hallo. Sie hat einen Schock. Sie hat das so wahrscheinlich mitgekriegt. Ich bin ja aber noch nicht sicher. Okay, Sie haben uns angerufen, ja? Nein, das war die Dame, die da drin ist. Okay, wer ist denn verletzt jetzt hier? Da müssen wir reingehen. Die sind schon da. Wir kommen gleich nochmal auf Sie zurück. Was Polizeikommissarin Melina Hoffmann und Polizeioberkommissar Alexander Henke als Körperverletzung mit Täter vor Ort gemeldet wurde, wird zu einem Fall von enormer Brisanz. Hallo, Sie haben angerufen? Ja, genau. Das ist meine Schwester. Ich wollte sie gerade abholen. Von der Arbeit hat sie mich gebeten drum und dann habe ich nur einen lauten Knall gehört und dann lag sie hier. Ja. Ich bin völlig... Sie ist nicht ansprechbar zurzeit. Nee, also sie hat eine Kopfverletzung. Ja. Das Nasenblut. Ich weiß momentan noch nicht so genau, wo es herkommt. Also, okay. Aber ansprechbar ist zurzeit gar nicht. So, okay. Und Sie haben das gehört? Oder? Ich habe es gehört. Ich bin hier angekommen. Sie hat mich angerufen, ob ich sie abholen könnte. Ja. Weil ich habe mich eh gewundert, weil sie im Urlaub eigentlich ist mit ihrem Sohn. Und dann bin ich hier rein und habe ich nur den Chef brüllen hören hier die ganze Zeit, wie sie hier zur Sau gemacht hat und so. Und dann auf einmal ein tiefer Knall war das und dann kam ich hier rein und dann lag sie schon. Aber haben Sie das? Sie haben das nicht gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Sie haben das nur gehört. Ja. Ja. Also zum genauen Tathergang können Sie uns jetzt gerade gar nichts sagen. Nein. Okay. Die Beamten vermuten, dass der Chef seine Angestellte im Streit K.O. geschlagen hat. Der Mann ist auch jetzt noch sehr unbeherrscht. Sie hat sich halt gewundert, weil sie ursprünglich im Urlaub ist. Und dann hat sie wohl eine Auseinandersetzung, eine verbale zwischen ihm und der Dame. Auseinandersetzung? Jetzt lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Ja. Eine verbale Auseinandersetzung, dann hat es wohl einen Knall gegeben und dann hat sie sie da liegend auf dem Boden vorgefunden. Okay. Und Sie sind der Herr Brettschneider, so haben Sie sich ja gerade vorgestellt. Können Sie es vielleicht gerade noch mal wiederholen, was Sie gerade zu mir gesagt haben, als die Kollegin drüben war? Ich sag ja, wir haben uns unterhalten und plötzlich kippt die Frau um. Ohne ersichtlichen Grund, ich weiß nicht, was da los ist. Herzkrank, ich weiß es nicht. Ja gut, aber die Schwester sagte mir auch, dass sie schon öfter Auseinandersetzungen gehabt hätten. Ja. Weil die Frau unfähig ist, was soll ich denn machen? Irgendwo muss ich doch wissen, ich habe ein Geschäft zu leiten hier, ja? Ich bin kein Beamter, sondern ich muss... Sie können auch in einer normalen Tonlage mit mir sprechen, ja, das tue ich auch gerade. Ja. Von Ihnen bräuchten wir mal einen Ausweis, Herr Brettschneider. Ja, klar. Gib die einfach um. Sind Sie denn häufiger schon mal angreiflich geworden? Sind Sie schon mal... Handgreiflich? Ich war nicht handgreiflich. Ja, aber sieht ja danach aus, als ob die junge Frau verletzt ist, oder? Nein, wirklich nicht. Soll ich Ihnen das nochmal zum Mitschreiben geben? Sie können ruhig sprechen mit uns. Das tun wir auch. Wenn Ihr Kollege mir vorwirft, ich hätte die Frau angegriffen, das ist nicht wahr. Ja gut, wir müssen aber dem Verdacht jetzt erstmal nachgehen. Weil wir, wie gesagt, wir sind nicht dabei gewesen. Die Dame konnte uns das nicht sagen. Wir haben von einer verbalen Auseinandersetzung gehört. Jetzt müssen wir dem nachgehen, weil es gab ja auch wohl einen Knall. Ob Sie jetzt da mit einbezogen sind, das können wir nicht beurteilen. So, wenn man jetzt natürlich sagt, Sie haben schon des Öfteren Auseinandersetzungen, liegt der Verdacht natürlich nahe. Da müssen Sie uns ja auch verstehen. Ich war vielleicht ein bisschen lauter, aber meine Güte, verstehen Sie mal meine Situation. Die macht laufend Fehler, die Frau. Aber ja, gut, ich habe sie nicht angefasst. Ja. Er ist wirklich negativ. Okay. Pass auf, ich gehe mal. Vielleicht hat ja die Frau draußen noch mal was gesehen. Ja, ich bleib mal eben bei Ihnen. Ja, wir haben aktuell Aussage gegen Aussage, das ist das Problem. Und von daher haben wir zum Glück hier eine Zeugin. Möglicherweise kann die uns Auskunft geben, weil einer von den beiden lügt. So, junge Frau. Es geht's besser, ja? Sie kann jetzt auch gut antworten. Wir haben jetzt leider Aussage gegen Aussage und hoffen uns natürlich von Ihnen, dass Sie da möglicherweise was gesehen haben. Also gesehen habe ich jetzt nicht. Ich habe mit der Schwester vor der Tür gestanden. Aber mein Chef, der hat heute so geschrien, also das bin ich gar nicht so von ihm gewohnt. Er ist zwar Choleriker und ich muss sagen, der hat meine Kollegin wirklich immer auf dem Kieker. Also die Arme kriegt das immer ab.
Alexander Henke unterbricht die Befragung der Zeugin, da das Opfer das Bewusstsein wiedererlangt hat. Ihre Aussage wirft allerdings weitere Rätsel auf. Hallo. Was musst du sagen? Wo musst du hin? Ich muss zu ihm. Wohin? Ich verstehe ihn. Sie muss zu ihm. Verstehen Sie das? Ich weiß nicht. Lukas, Ihr Sohn. Muss jetzt erst mal. Was denn? Was ist mit Ihrem Sohn? Sie war mit ihm im Urlaub. Darf ich mit Ihnen? Ja, können Sie mir dazu noch kurz was sagen, ob Sie sich das erklären können? Ich weiß nicht, wo die hin wollten oder so, gar nichts. Sie hat dann ein Riesengeheimnis rausgemacht, wo sie Urlaub machen wollte. Aber Sie können mir jetzt auch nicht sagen, was jetzt mit zu ihm, ich muss zu ihm. Ich glaube, zu ihrem Sohn, weil der war immer bei ihr, immer. Okay. Jetzt, ich weiß nicht, das kann ich mir nur denken. Die Polizisten nehmen der Schwester das Versprechen ab, dass sie ihren 15-jährigen Neffen anruft und seinen Aufenthaltsort ausfindig macht. Sie wird ihn dann abholen und bei sich aufnehmen, bis es der Mutter wieder gut geht. Somit können sich die Ermittler um die Überführung des Täters kümmern. Ja. Wir würden Sie jetzt gerne mal mit zur Wache nehmen, ja, zur weiteren Befragung. Also, es tut mir leid, ich habe der Frau nichts getan. Ich habe Ihnen das gerade schon mal erklärt. Ja, ich habe aber hier Arbeit, verstehen Sie? Ich habe Termine. Herr Britscher, Sie können sich ja bei uns auf der Wache B und auch entlassen. Das ist ja das Schöne bei uns. Ja? Das heißt, wir würden Sie jetzt gerne mitnehmen und dann diskutieren wir es auch nicht. Herrgott, ja? Das darf nicht zu lange dauern. Ich habe meine Zeit. Ja, Sie wissen aber schon, wer hier vor Ihnen steht, ne? Ja. So. Da der Chef bestreitet, seine Angestellte bewusstlos geschlagen zu haben, fällt der Fall in den Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei. Auf dem Präsidium übernehmen Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalkommissar Max Hagen die Befragung. Ich habe die Frau nicht angefasst. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Herr Breschneider, Sie waren der Einzige im Raum. Ach, rede ich hier Spanisch? Ich habe die Frau nicht angefasst. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Sie streiten sich vorher. Da können Sie noch zweimal zusammenfassen. Ich habe ihr nichts getan. Hören Sie mir mal zu. Sie streiten ja, sich Sie vorher. Ja nicht Sie sind zu. Die Einzigen. Sie haben ja auch noch nicht mal abgestritten, dass Sie die Einzigen waren, die in diesem Büro gewesen sind. Nein, wieso auch? So, ein paar Minuten vorher streiten Sie sich, dann liegt die Frau verletzt auf dem Boden, wird zufällig entdeckt von der Schwester, als sie gerade abholen möchte. Sie wussten nämlich nichts davon, dass sie abgeholt wird. Nee, woher auch? Dann ist mir auch scheißegal, ob die abgeholt wird. So, dann wurden Sie in flagranti erwischt. Ach, ich habe die Frau nicht angefasst. Zum 101. Mal. Ja, dann erklären Sie mir das doch mal, wie das passiert sein könnte. Ich weiß es nicht. Wir haben uns unterhalten. Gut, ich war ein bisschen laut. Ja, aber meine Güte, die Frau begreift auch nichts. Und plötzlich kippt die um. Max, das war eine kurze Sekunde. Aus der Klinik, in der die Mutter behandelt wird, sind überraschende Informationen gekommen. Pass auf, die aus dem Krankenhaus haben gerade angerufen. Ja? Der geht's nicht besser. Das heißt, sie ist noch nicht aufgewacht und die haben im Blut von ihr haben sie Medikamente gefunden, und zwar die darauf hindeuten, dass es ein Beruhigungsmittel ist. Okay. Das Beruhigungsmittel hat gleichzeitig die Wirkung, dass das Blut verdünnt ist und deswegen auch diese Nasenbluten. Ne? Mhm. Also sieht wohl aus, dass er nicht der Täter ist, also dass sie davon ausgehen, dass sie quasi aufgrund dieser Medikamentendosis halt eben zusammengebrochen ist. Eine Überdosis von Medikamenten. Ganz genau. Also es sieht jetzt erstmal so aus, als würde ihr Zustand durch die Medikamente hervorgerufen. Vielleicht eine Überdosis an diesen Medikamenten. Das müssen wir erstmal abklären. Aber so erstmal haben wir jetzt gegen ihn erstmal nichts. Seitdem Sie hier auf diesem Stuhl sitzen, haben Sie kein einziges Mal gefragt, wie es dieser Frau überhaupt geht. Ja, gut, ich weiß. Aber im Grunde genommen ist es mir wurscht. Die Frau arbeitet für mich. Ich habe kein Verhältnis mit ihr. Gut, so, eine Sekunde. Es gab neue Infos aus dem Krankenhaus. Also, Ihr Zustand wird höchstwahrscheinlich durch eine Medikamentenüberdosis eines Beruhigungsmittels, sagst du, hervorgerufen. So. Gleichzeitig so ein Blutverdünner, das dadurch auch die Nasenbluten halt. Mann. Das ist die Ursache dann für ihr? Also davon gehen die jetzt mal mit. Entlastet. Ja, absolut. Ah, guck an, ne? Aber ich hab sie verprügelt.